Die meistgesuchten Verbrecher der Welt werden zum Beispiel via Interpol, Europol oder dem FBI gesucht. Eine Domäne, bei der Männer die Vorherrschaft haben. Etwa 95% aller Personen auf den Listen sind männlich. In diesem Video widmen wir uns aber der Minderheit, den 5%. Heute geht es um 10 der meistgesuchten Verbrecherinnen der Welt. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos. Im Mai 2018 ist Christy Amberg zu einer fast zweijährigen Strafe verurteilt worden, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Anfang 30-jährigen Frau aus Estland konnte nachgewiesen werden, dass sie im Jahr davor Drogen mittels eines großen Dealernetzwerks verkauft hat. Ganz nach dem Motto, erst Schemschem und dann Darbe, hat Christy neben Amphetamin insbesondere mit Kokain gehandelt. In einer Woche waren es gut und gerne bis zu 10 Kilogramm. Ihre Bewährungsauflagen haben vorgesehen, dass sie natürlich keine weitere Straftat begehen darf und dass sie sich regelmäßig mit ihrem Bewährungshelfer trifft. Darüber hinaus durfte sie das Land nicht ohne weiteres verlassen. Doch Christy hält sich nicht an ihre Auflagen. Seitdem kennt niemand ihren Aufenthaltsort und sie gilt als eine der meistgesuchten Frauen Europas. Die gebürtige Lettin Angelina Sajuka wird aufgrund gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Totschlags gesucht. Gemeinsam mit einer Komplizin hat Sajuka eine andere Frau zu Tode geprügelt. Die Attacke, die sich bereits 2014 ereignet hat, war an Brutalität kaum zu überbieten. Dem Opfer wurden beinahe alle Rippen gebrochen und schwerste innerliche Verletzungen zugefügt, die letztendlich zum Tod geführt haben. Dem vorausgegangen war offensichtlich ein banaler Streit. Angelina hat die Leiche dann spärlich im Wald unter Laubblättern vergraben. In ihrer Heimat Lettland ist Angelina dann in Abwesenheit zu 3 Jahren und 11 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Doch die Strafe hat sie nie angetreten, denn die Behörden haben keine Ahnung, wo sie sich aufhält. Die heute Ende 20-Jährige wird seitdem europaweit gesucht und ist bei Europol zur Fahndung ausgeschrieben. „1996 wird die Leiche eines Familienvaters in einem Waldstück in Belgien entdeckt. Der Mann ist ganz in der Nähe eines beliebten Badeorts eiskalt mit 2 Kopfschüssen hingerichtet worden. Die Ermittler glauben zunächst, dass der Täter aus dem organisierten Verbrechen stammen muss. Doch es stellt sich heraus, dass das Opfer vor seinem Tod regelmäßigen Kontakt zu 2 Personen hatte, dem Liebespaar Hilde van Acker und Jean-Claude Lacote. Und dann gelingt es der Polizei auch, ein Motiv für den Mord zu entdecken. Das Liebespaar hat den Mann um 250.000 Pfund betrogen. Damit das Opfer nicht zur Polizei geht, erschießen Hilde und Jean-Claude ihn. Zwar werden die beiden verhaftet, doch bis zum Beginn des Prozesses dürfen sie auf freiem Fuß bleiben. Dabei tauchen sie unter und sind ganze 20 Jahre lang wie vom Erdboden verschluckt. Zwischenzeitlich werden sie in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Durch einen Zufall konnten die beiden dann 2019 an der Elfenbeinküste verhaftet und nach Belgien ausgeliefert werden. Gegen das Urteil von damals haben sie erfolgreich Berufung einlegen können. Im aktuellen Prozess behaupten Hilde und Jean-Claude, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Doch das Gericht spricht die beiden wieder für schuldig und verurteilt sie zu 25 bzw. 30 Jahren Haft. Ruja Ignatova hat sich selbst als die Crypto-Queen bezeichnet. Ab 2015 hat sie Investoren hohe Renditen versprochen, wenn die in ihre Kryptowährung OneCoin investieren würden. Tatsächlich gab es den Coin allerdings nie und die Anleger haben statt fetten Renditen ihr gesamtes Geld verloren. Der Schaden beläuft sich laut Schätzungen auf sage und schreibe 4 Milliarden Dollar. Eine Summe, die nur jeder zweite von uns mal eben auf dem Sparbuch liegen hat. Unter den Geschädigten sollen auch Zehntausende Deutsche sein. Als der Betrug 2017 aufgeflogen ist, ist Ignatova, die zwar in Bulgarien geboren ist, aber eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, untergetaucht. In den USA ist sie in Abwesenheit verurteilt worden und nach wie vor wird sie weltweit vom FBI gesucht. Wo die Anfang 40-Jährige sich aufhält, weiß allerdings niemand. Inzwischen gibt es aber Gerüchte, dass sie einem Auftragsmörder zum Opfer gefallen ist. Bestätigt werden konnte das aber nicht. Jessica Edosumwan ist 2019 in Lyon angeklagt worden. Doch teilgenommen hat sie am Prozess nicht, da auch sie untergetaucht ist.
Der aus Nigeria stammenden Frau wird vorgeworfen, Teil eines Menschenhandelrings zu sein. Die Schmuggler haben Frauen aus Nigeria ein besseres Leben in Europa versprochen und ihnen dann die Reise finanziert. Das Geld war allerdings kein Geschenk, sondern ein Kredit. Die Frauen hatten anschließend mittlere fünfstellige Beträge als Schulden, die sie abarbeiten mussten. Dafür wurden sie dann in vielen Städten Frankreichs zur Prostitution gezwungen. Einfach fliehen konnten die Frauen auch nicht, da die Kriminellen gedroht haben, sonst den Familien in Nigeria etwas anzutun. Die Opfer mussten sich dann unter widrigsten Bedingungen teilweise für knapp 10 Euro prostituieren. Jessica soll insbesondere daran beteiligt gewesen sein, immer neue Frauen anzuwerben. Fürsorglich gab sie an, eine Art Mama zu sein. Doch hinterrücks ging es ihr nur darum, so viele Opfer wie möglich zu finden. Als es den französischen Ermittlern 2017 gelungen ist, den Ring zu sprengen, ist Jessica untergetaucht. Laut Ermittlung könnte sie sich in Deutschland, Italien oder Nigeria aufhalten. Eva Zametschnikova zählt zu den meistgesuchten Frauen in der Slowakei. Im Januar 2014 würde sich ihr Leben eigentlich schlagartig ändern, so zumindest war ihr Plan. Ihr Mann sollte bei einem heimtückischen Überfall im Schlaf erschossen werden. Sie hat dafür einen Auftragskiller engagiert und ihm 50.000 Euro geboten, wenn er ihren Mann umbringt. Eva soll als Motiv angegeben haben, dass sie keine Lust mehr habe, ihren Mann durchzufüttern. Sie wollte das gemeinsame Haus samt Grundstück ganz für sich allein haben. Kurz vor dem Mord kommt der Killer allerdings zur Besinnung und geht zur Polizei. Zusammen mit den Ermittlern inszenieren sie dann die Tötung an dem Ehemann, um Eva anschließend verhaften zu können. Vor Gericht wird der Auftragskiller Kronzeuge und Eva erhält 2020 8 Jahre Haft. Einige Monate später wird sie jedoch aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus entlassen, da sie zum Zeitpunkt der Verurteilung schwanger war. Doch dabei gelingt ihr die Flucht und seitdem ist sie untergetaucht. Die 42-Jährige ist ebenfalls bei Europol zur Fahndung ausgeschrieben. Die aus den Philippinen stammende Elisabeth Honrada ist in den Niederlanden wegen Drogenschmuggels zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Von ihrer Strafe hat sie bisher jedoch keinen einzigen Tag abgesessen. Da sie Verwandte in Holland hat, ist sie immer unter dem Vorwand, die zu besuchen, ins Land gereist. In Wirklichkeit hat sie im Zuge ihrer Kurztrips Unmengen Kokain ins Land geschmuggelt. Als die Behörden auf sie aufmerksam geworden sind, taucht Elisabeth unter. In Abwesenheit ist sie dann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Doch die Polizei hat keine Ahnung, wo sie sich aufhält, und das bereits seit 2010. Danach gab es nur eine einzige bestätigte Sichtung. 2014 soll Elisabeth in einem Hotel in Saudi-Arabien gesehen worden sein. Ob sie dort auch Bader vertickt, ist nicht bekannt. Empfehlen kann man es ihr auf jeden Fall nicht. In Saudi-Arabien wird bei Drogendelikten regelmäßig die Todesstrafe verhängt und vollstreckt. Die Liste der Most Wanted Verbrecher in Österreich ist verhältnismäßig überschaubar, doch inzwischen ist die Liste um eine Person erweitert worden, Elisabeth Skaritz. Der Wienerin wird vorgeworfen, zwischen 2005 und 2008 Betrug in Millionenhöhe begangen zu haben. Als Geschäftsführerin einer Liegenschaftsverwaltung soll sie Mietbetrug in dutzenden Fällen begangen haben. Geschädigte waren neben Privatpersonen insbesondere ansässige Firmen. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war ein Hotel in Klosterneuburg. Aber auch da hat sie, wie es sich für eine standesgemäße Verbrecherin gehört, die Zeche geprellt. Die 12,90 für das Wiener Schnitzel sind aber allenfalls ein Nebenkriegsschauplatz. Nichtsdestotrotz gilt die Mitte 60-Jährige seit Jahren als eine der meistgesuchten Verbrecherinnen Österreichs. Die Rumänin Anna Maria Radu Stoica wird seit mehr als einem Jahrzehnt gesucht. Die Behörden hatten die heute Mitte 30-Jährige bereits seit längerer Zeit im Visier. Anna Maria hat sich im Zuge ihrer Machenschaften des Menschenhandels sowie der Zuhälterei strafbar gemacht. Sie organisierte mit Komplizen eine Art kriminelle Vereinigung, deren Ziel es war, Frauen sexuell auszubeuten. Als die Ermittler genügend Beweise gegen sie in der Hand hatten, sollte Anna Maria verhaftet und angeklagt werden. Doch die Polizei hat sie nicht in die Finger bekommen, weshalb sie ohne ihr Beisein zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Ob sie jemals einen Tag davon absitzen wird, bleibt abzuwarten.
Denise Harvey hat im Jahr 2008 in Florida gelebt. Ihr Sohn, der im Teenageralter war, spielte in einer Baseballmannschaft. Doch offenbar hat Denise ein Auge auf seine Mannschaftskameraden geworfen. Denn es kommt mindestens einmal zu einem Vorfall, der eigentlich typisch für Seiten ist, die man nur im Inkognito-Modus besucht. Denise flirtet mit einem Jungen aus der Baseballmannschaft und die beiden landen in der Kiste. Ob sie jetzt wie im Porno im halboffenen Nachthemd aus dem Schlafzimmer kam, während der Junge zufällig im Wohnzimmer saß, Nackenverspannungen hatte und Denise ihm eine Massage angeboten hat, weiß ich nicht. Jedenfalls ist der Teenager zum Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs erst 16 Jahre alt gewesen. In Florida ist das ein schwerer Straftatbestand, der knallhart bestraft wird. Denise Harvey wird zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Doch die Strafe abzusitzen hatte sie verständlicherweise keine Lust und stattdessen flieht sie währenddessen nach Kanada. Dort beantragt sie erfolgreich Asyl. Die kanadischen Behörden finden, dass das Urteil zu hart ist. Und da Sex zwischen einem Erwachsenen und einem 16-jährigen Teenager in Kanada nicht verboten ist, wird Denise nicht in die USA ausgeliefert. Demnach kann sie ein ganz normales Leben in Kanada führen, beim Betreten der USA käme sie aber sofort in Haft.